Das Interesse an der Ausstellung Inspiration St. Wenceslai war groß. Dementsprechend gefüllt war die Wurzner Wenceslai-Kirche am Abend des 28. November. Die Ausstellung zeigte Werke von Schülerinnen und Schülern des Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasiums Wurzen. Diese hatten sich im Kunstkurs der Klassen 6, 7, 9 und 11 künstlerisch mit dem Gotteshaus beschäftigt. Ja, das war die Idee des Kirchenvorstandes, dass wir aus Kirche auch mal heraustreten in die Gesellschaft und eben auch gerade jüngere Menschen ansprechen. Und da wir das Lichtwer-Gymnasium hier in Wurzen haben, kam da die Idee, Mensch, wir können doch die Schüler fragen, ob sie sich Gedanken machen, auf künstlerische Weise, wie sie mit dem 350-jährigen Wiederaufbaujubiläum der Stadtkirche sich auseinandersetzen wollen. Und das taten sie in einer Art und Weise, welche bei Pfarrer Alexander Wikowski einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Also das war sehr schön, wie gesagt, die großen Klassen waren ja an zwei Vormittagen sogar hier in der Kirche, wo ich sie da geführt habe und wo sie alles fragen konnten, was sie so interessierte. Und das war einfach mal schön zu erleben, wie Jugendliche Kirche wahrnehmen, was sie interessiert und was sie besonders auch anspricht vom Gebäude her. Und man sieht das ja an den Kunstwerken, es sind tolle Sachen entstanden. Und auch die Schülerinnen und Schüler des Kunstkurses im Lichtwer-Gymnasium stellten sich der Aufgabe mit Freude. Dazu gehörten auch Leonie und Leander aus dem Leistungskurs. Also wir fanden es, glaube ich, alle sehr cool, als wir dann hier in der Kirche rumlaufen durften und jeder halt für sich selber Inspiration sammeln konnte, das, was er halt interessant gefunden hat. Und daraus konnte, glaube ich, auch jeder dann für sich das Beste rausholen. Kunst und Kirche. Eine Kombination, die in diesem Fall alle Beteiligten gern mitgetragen haben. Die haben das eigentlich in den meisten Fällen, denke ich, wirklich vorurteilsfrei gemacht. Das war jetzt kein Problem gewesen, weil es sicher auch nicht das Dogma gab jetzt, dass man selber an die Kirche, an Gott glauben muss, soll oder wie auch immer. Es war einfach auch, sich mit dem Kirchenbau zu beschäftigen, mit so einem Haus zu beschäftigen und das haben sie eigentlich wirklich sehr gerne gemacht. Also wir haben sie natürlich gefragt, ob sie da ja Lust dazu haben, ob sie einverstanden sind und da mitwirken wollen. Und das wurde bejaht. Und dann war es eigentlich schön zu gucken, wie sie, also einfach die Motive, die Dinge, die hier rumstanden, die hier waren. Es wurde gerade eine andere Ausstellung oder das Erntedankfest, glaube ich, war es, vorbereitet. Es waren also ganz, ganz viele Dinge verstreut in dem Raum. Und sie haben sich außer den kirchlichen Motiven, Fenstern, dem Taufstein und so weiter, dem Kruzifix, die Dinge angeschaut und sind auf Motivsuche, glaube ich, auch wirklich unter künstlerischen Aspekten gegangen. Also zumindest die hier in der Kirche waren und sich das Gebäude erobert haben mit Blicken und mit ihren Kameras. Und auch der Pfarrer freute sich über die künstlerische Neugier auf sein Gotteshaus. Dass für viele es überhaupt das erste Mal war, dass sie hier, obwohl sie Wurzner Schüler sind, die Stadtkirche von innen gesehen haben. Es ist ja ein Großteil auch kirchlich gar nicht gebunden. Und wo trotzdem ein Interesse am Bauwerk und auch eine gewisse Ehrfurcht vor dem Alter auch da entstanden ist. Das fand ich doch sehr angenehm auch. Und die Neugier eben zu entdecken, Mensch, was kann Kirche auch für unsere heutige Zeit noch auch an Ideen, an Werten vermitteln und weitergeben. Während die Schülerinnen und Schüler des Kunstkurses ihre Werke präsentierten, gestalteten andere den musikalischen Rahmen für die Schau. Mehrere Lieder erklangen, unter anderem Imagine von John Lennon oder Weiße Tauben von Johannes Oerding, gespielt von Felix und Hannes. Jordis rezitierte das Gedicht Prometheus von Johann Wolfgang von Goethe. Daran anschließend führte Lehrerin Ines Meinhardt in die Schau des Kunstkurses ein. Anhand von Erzählungen hatten die Schülerinnen und Schüler aus der Klassenstufe 6 in ihren Werken farbenfroh Türmerwohnungen thematisiert. Die Schülerinnen und Schüler aus dem Kunstkurs der 7. Klassen setzten ihre Fantasiekirchen mittels Pappdruck um. Die Objekte der Klassenstufe 9 beschäftigten sich ebenfalls mit Türmerwohnungen und Kirchenmodellen als Fantasiekirchen. Außerdem hatten sie filigrane Zeichnungen angefertigt und auch farbige Arbeiten. Der Leistungskurs hatte für das Thema in Sachen Stilmittel die freie Wahl, natürlich auch Leonie und Leander. Ich fand es auch schön, dass wir jetzt nicht beschränkt waren auf eine Technik, sondern uns, sage ich mal, aussuchen konnten, wie wir das machen und wie wir das gestalten und auch was wir machen, welche Motive. Und ja, ich fand es cool.
Leander hat sich dabei für eine farbliche Gestaltung entschieden. Also ich habe ein bisschen, sag ich mal, kräftiger gemalt mit bunten Farben und einem Edding. Und ich habe mich für die Orgel entschieden, die, glaube ich, in diesem Nebenraum von der Kirche steht. Diese weiße, glaube ich. Leonie setzte ihr Werk als Collage um. Ich habe das Thema Collage ein bisschen anders interpretiert. Und zwar habe ich die Kirche auf den Grundriss erstmal bezogen gemalt. Also ich habe den Grundriss als Hintergrund genommen und habe dann das Kreuz in Fokus gesetzt, das hier stand, und habe das in die Mitte mit den Blumen, die hier stehen, die mir besonders aufgefallen sind, in mein Bild einbezogen und habe da auch sehr unterschiedliche Materialien verwendet. Bei einem warmen und alkoholfreien Apfelgetränk kamen die Besucher mit den zahlreich anwesenden Künstlern ins Gespräch. Das Fazit des Abends, weitere gemeinsame Projekte, gern wieder. Es war sehr spannend zu sehen, was aus eigentlich dem gleichen Material, dem Anschauen dieser Kirche oder den Erzählungen, die wir dargeboten haben, dass daraus so unterschiedliche Dinge entstanden sind. Das ist eigentlich im Kunstunterricht immer spannend. Dieser große Kirchenraum hier wird ja für normale Gottesdienste nicht genutzt, sondern ist ja wirklich als Festraum für Veranstaltungen, für Konzerte und eben für Begegnungen auch so hergerichtet. Und wir haben schon mit der Schule auch gesprochen, da die Städtische Galerie so nicht mehr zur Verfügung steht am Markt, dass die Schule gerne hier auch auf diesen Raum auch zugehen kann und der ihnen gerne auch zur Verfügung gestellt wird. Man macht ja sicher nicht genau hundertprozentig das Gleiche wieder, ne, aber unter einem anderen Aspekt. Also das hat Spaß gemacht und es ist immer schön zu sehen mit einem kleinen Krümchen, was man den Schülern vorwirft, was wirklich viele dann was Tolles draus machen. Die Ausstellung hat an den Adventswochenenden samstags und sonntags von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet und am dritten Advent ist zusätzlich noch eine Krippenausstellung zu sehen.